Herr Huber, Scan hat vor gut 5 Monaten den Sprung an die Schweizer Börse gewagt. Kursmäßig war der Start fulminant. Heute liegen die Papiere wieder fast auf Ausgabekurs. Wie lautet Ihr Fazit zum Börsengang? Ich denke, das Fazit zum Börsengang ist immer noch sehr positiv. Auch wenn Sie sagen, es liegt fast auf dem Ausgabekurs, ist es doch immerhin fast 20% höher. Ich denke, wir sind auf gutem Weg und die Geschichte wird so weitergehen. Und Ihr Fazit zum letzten Geschäftsjahr? Umsatz und vor allem Gewinn sind ja gewaltig gestiegen. Also der Umsatz und auch der Auftragseingang sind gewaltig gestiegen. Wir haben sicherlich von der Situation profitieren können, dass wir zum einen im Abfüllmaschinengeschäft tätig sind, wo aseptische Impfstoffe oder aseptische Produkte hergestellt werden, was eigentlich ein Trend darstellt heutzutage. Und da konnten wir sicher ganz oben auf der Welle mitreiten. Sie sagen es, Sie sorgen mit Ihrer Technologie dafür, dass die Pharmakunden ihre Produkte in einer klinisch reinen Umgebung herstellen können. Haben Sie auch von der Corona-Pandemie profitiert, der auf einen Schlag sehr viel Geld für die Impfforschung frei wurde? Wir haben sicherlich davon profitiert, dass mehr Impfstoffabfüllkapazität benötigt wurde. Wir haben sicherlich auch im Auftragseingang davon profitieren können. Wir haben aber bis heute diesen Auftragseingang noch nicht wirklich in Umsatz umgewälzt, weil die Lieferzeiten dieser Anlagen sehr lange ist und wir eigentlich die nächsten 1-2 Jahre sicherlich auch noch davon profitieren können. Zum anderen muss man aber auch sagen, dass das Impfstoffgeschäft oder das Injectable-Geschäft allgemein sehr stark wächst und wir, wenn ich so sagen darf, mit der rechten Technologie zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Sie wollen weiter wachsen. Sie sind bereits Weltmarktführer auf Ihrem Bereich. Soll das weitere Wachstum auch akquisitorisch stattfinden? Bis anhin sind wir hauptsächlich organisch gewachsen und hatten die letzten Jahre auch schon 2-3 kleine Akquisitionen getätigt. Sicherlich mit dem Erlös aus dem IPO und so weiter überlegen wir hier auch nicht nur organisch zu wachsen, sondern auch durch Akquisition. Bei Reinräumen denke ich auch immer an Chips. Dort herrscht ein Boom. Ist das ein Markt, das für Scan auch interessant sein könnte? Man könnte es meinen, Reinräume in der Chip-Industrie sind viel reiner als in der Pharmaindustrie, aber sie unterscheiden nicht zwischen Partikeln und Keimen. In der Pharmaindustrie sind Partikel nicht so kritisch wie bei einem Chip, aber Keime sind tödlich. Und deswegen tönt es, beides wird Reinraum genannt, aber ist nicht das Gleiche. Auch behördentechnisch nicht das Gleiche, validierungstechnisch nicht das Gleiche. Es ist wie Äpfel mit Birnen verglichen. Also keine Option für Scan. Denke nicht in der nahen Zukunft.